Vom Eise befreit sind Ströme und Bäche durch des Frühlings holden, belebenden Blick. Der alte Winter mit seiner Schwäche zog sich in raue Berge zurück. Von dort her sendet er fliehend nur ohnmächtige Schauer körnigen Eises. Aber die Sonne duldet kein Weißes. Überall regt sich Bildung und Streben, alles will sie mit Farbe beleben. Doch an Blumen fehlt's im Revier, sie nimmt geputzte Menschen dafür. Jeder sonnt sich heute so gern, sie feiern die Auferstehung des Herrn, denn sie sind selber auferstanden. Aus niedriger Häuser, dumpfer Gemächer, aus Handwerks- und Gewerbesbanden, aus dem Druck von Giebeln und Dächern, aus der Straßen quetschender Enge, aus der Kirchen ehrwürdiger Nacht sind sie alle ans Licht gebracht. Schwestern und Brüder, liebe Siebenbürger Sachsen, in Siebenbürgen, Deutschland, Österreich, weltweit, seid herzlich willkommen zum Gottesdienst am Osterfest in Siebenbürgen. Vor Ostern steht das Kreuz, der Karfreitag. Daher kommen wir. Christus wird gekreuzigt. Christus wird gekreuzigt, aber auch in vielen anderen Menschen, unschuldig getöteten Menschen, heute in der Ukraine, in der Welt, allein, verhungert, verdurstet, zerbombt, erfroren. Sein Kreuz steht für viele Kreuze. Aber er stiftet Gemeinschaft. Er verbindet über Grenzen hinweg die Ukraine mit Europa, die Vergangenheit mit der Zukunft, den Tod mit dem Leben. Fremde werden zu Freunden. Das Nebeneinander verwandelt sich in ein Mit- und ein Füreinander.
Das Kreuz wird grün. Es wird zum Zeichen des Lebens, zum Zeichen des Friedens. Und dazu gehören auch wir, du und ich, und heute mittendrin der auferstandene Herr Christus. Er lebt in uns. Und das, solange diese Welt besteht. Und er wächst in uns, in die kommende Welt hinein. Und das ist eine lebendige Hoffnung, die wir miteinander teilen. In diesem Sinne wünsche ich euch allen ein gesegnetes Osterfest. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Wir beginnen im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes diesen Gottesdienst. Der Herr sei mit uns. Liebe Landsleute, liebe Freunde unserer siebenbürgersächsischen Gemeinschaft. Wir haben 2 Jahre hinter uns, die wir uns so sicher nicht vorgestellt haben. Jetzt an Ostern 2022 ist es leider auch nicht anders. Nicht weit weg von uns tobt ein schrecklicher Krieg. Die Ukraine verteidigt ihre Freiheit gegen einen wahnsinnigen Aggressor. Ein Krieg, den wir uns so im 21. Jahrhundert in Europa nicht haben vorstellen können. Ostern, das Fest der Auferstehung Jesu, ein Fest der Hoffnung, ist der wichtigste kirchliche Feiertag. Er symbolisiert den Sieg des Lebens über den Tod. Gerade in den heutigen Tagen ist die Hoffnung auf Frieden so allgegenwärtig wie seit vielen Jahrzehnten nicht mehr. Und dennoch, wir trotzen und stemmen uns gegen diesen Krieg. Wir werden in diesem Jahr Ostern wieder in der Familie und mit Freunden begehen. Sicherlich wird auch bei uns Siebenbürger Sachsen die Tradition des Bespritzengehens der Burschen nach 2 Jahren Pause wieder aufgenommen. Unsere Mädchen werden üblicherweise am Ostermontag wieder mit duftendem Parfum beschattet oder begossen, wie es in unserem Dialekt heißt. Die Gemeinschaft spielt bei diesem Ritual eine ganz besondere Rolle. Das Gemeinschaftsgefühl der Siebenbürger Sachsen kann wieder gelebt werden. Ich wünsche uns für dieses Jahr vor allem Frieden im Osten unseres Kontinents und für uns Siebenbürger Sachsen eine rasche Wiederbelebung des Gemeinschaftslebens, egal wo wir heute leben. Liebe Landsleute, im Namen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland sowie der weltweiten Föderation der Siebenbürger Sachsen wünsche ich Ihnen allen ein gesegnetes Osterfest im Kreis Ihrer Lieben. Bleibt alle gesandt, ich wünsche euch ungenau fertig. Ein Pfarrer Smalscher auch Frauen, torwig frieren, also da läuft's spratzen. Der schöne Ostertag, ihr Menschen kommt ins Helle. Christ, der begraben lag, brach heut auf seiner Zelle. Schwere Stein vorhanden, so glaubten wir uns sonst. Doch nun ist er erstanden, 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 erstanden. Was euch auch niederwirft, leg er noch immer, wo die Frauen ihn nicht fallen.
Die Epistel für den Ostersonntag, wie sie geschrieben steht im ersten Brief des Paulus an die Gemeinde in Korinth im 15. Kapitel. Ich erinnere euch, Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr so festhaltet, wie ich es euch verkündet habe, es sei denn, dass ihr umsonst geglaubt habt. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferweckt worden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt von allen ist er auch von mir, als einer unzeitigen Geburt gesehen worden, denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Ob nun ich oder jene, so predigen wir und so habt ihr geglaubt. Selig sind die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja. Zu Ostern in Jerusalem, da ist etwas geschehen. Das ist noch heute wunderbar, nicht jeder kann's verstehen. Hört, 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 nicht jeder kann's verstehen. Hört, 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 nicht jeder kann's verstehen. Die Jünger reden ohne Angst und jeder kann's verstehen. Hört, 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 hört und jeder kann's verstehen. Hört, 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 hört und jeder kann's verstehen. Zu jeder Zeit in jedem Land plötzlich was geschieht.
Menschen hören, was Gott will und können sich verstehen. Hört, 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 hört und können sich verstehen. Oh Wunder! Hört, 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 hört und können sich verstehen. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Wir sammeln uns an diesem Osterfest um Worte der Heiligen Schrift, wie wir sie aufgezeichnet finden im Markus-Evangelium im 16. Kapitel. Ich lese die Verse 1 bis 8. Als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und den Leichnam zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen vor dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen, und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Der Herr segne sein Wort an unseren Herzen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, ohne einen Ostermorgen, an dem das leere Grab vorgefunden wurde, verfällt all das, was das Christentum in seinem Innersten zusammenhält. Wenn die Evangelien nicht mit dem Bericht von der Auferstehung Jesu enden würden, dann würde sich die Geschichte Jesu nicht so sehr von vielen anderen Geschichten, die tragisch endeten, unterscheiden. Die Menschheit weiß von etlichen Propheten und Wunderheilern, von begnadeten Predigern und begabten Lehrern zu erzählen. Doch was all diese Menschen getan haben, ist und bleibt Stückwerk. Wie so vieles andere Spektakuläre, was im Laufe der Zeit geschehen ist, wäre auch die Geschichte Jesu einem Strohfeuer gleich gewesen, wenn nicht etwas an dieser Geschichte gewesen wäre, was alle menschlichen Vorstellungen übersteigt, nämlich das leere Grab und die Botschaft von der Auferstehung. Ihr Lieben, die Botschaft von der Auferstehung aus dem Tode ist etwas Unerhörtes, etwas nie Dagewesenes. Und dementsprechend ist auch die Reaktion derer, die sie zuerst erfahren. Die Stimmung der drei Frauen aus dem verlesenen Predigtwort im Markus-Evangelium war alles andere als eine Fest- oder Freudenstimmung. Und das ist verständlich nach dem, was sie am Karfreitag durchgemacht hatten. Die Frage, wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür, vermittelt uns in besonders anschaulicher Weise die Beschwertheit im eigentlichen wie im übertragenen Sinne des Wortes. Die Frauen, welche zum Grabe gingen, hatten neben ihrer Trauer wohl auch mit anderen möglichen Schwierigkeiten, Problemen und Komplikationen gerechnet. Womit sie aber gar nicht gerechnet hatten, war der weggewälzte Stein und das leere Grab. Die Frauen standen einerseits noch unter dem Schock und dem Schmerz, unter der Trauer
und der Verlusterfahrung des Karfreitags. Andererseits aber standen sie auch unter Zeitdruck. Die klimatischen Bedingungen im Nahen Osten lassen den Leichenverwesungsprozess sehr schnell eintreten. Und da sie nach jüdischer Vorschrift am Sabbat ruhen mussten, konnten sie erst am dritten Tage zum Grabe kommen und taten das, eben wie es hier heißt, sehr früh, um keine Zeit zu verlieren. Ihnen ging es darum, dem Toten die letzte Ehre zu erweisen und den Leichnam einzubalsamieren, so wie es der Tradition entsprach. Sie gingen zu dem Grabe Jesu, so wie auch wir zu den Gräbern unserer Lieben gehen, wissend, dass an der Stelle nichts rückgängig gemacht werden kann. Was jenseits der Grenzen dieses Lebens liegt, ist und bleibt für uns ein großes Geheimnis. Der Tod ist ein Bereich, vor dem aus unserer Perspektive ein ganz großer Stein davor steht, den wir nicht aus eigener Kraft auf die Seite schieben können. Wer wälzt uns den Stein von des Grabestür, ist eine Frage, die sich auch uns immer wieder stellt, nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund der Erfahrung sinnlosen Todes, wie wir es zurzeit ganz so aktuell im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine erleben. Und so ähnlich wie in den wiedereroberten Ortschaften durch die ukrainische Armee, wo die vorgefundenen toten Körper schnellstens begraben werden müssen, waren auch die Frauen aus dieser biblischen Geschichte zunächst in einer ganz praktischen Notsituation. Sie mussten so schnell wie möglich jemanden finden, der kräftig genug war, ihnen den Stein wegzuschieben. Ihre Frage, wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür, wird damit zum Symbol für menschliche Not und Krankheit, für Verfolgung und Entrechtung. Ihr Lieben, die Ostergeschichte erfährt jedoch eine Wende, mit der niemand gerechnet hatte, da die Frauen den Stein einfach weggewälzt vorfanden. Der Gekreuzigte war nicht mehr da. Die biblische Geschichte übt sich in nüchterner Zurückhaltung, da nichts Übernatürliches sich ereignete, als die Frauen zum Grab kamen. Was da geschehen war, hatte sich menschlichem Anblick entzogen, aber auch menschlicher Handhabe. Der Vorgang oder das Geschehen der Auferstehung ist und bleibt etwas Geheimnisvolles. Es wird nur gesagt, was geschah, nicht wie es geschah. Festzuhalten ist demnach, das Ostergeschehen ist nicht an eine rationale Erklärung des Auferstehungsvorgangs gebunden. Dieser Vorgang wird nur kurz und schlicht als bereits vollzogen erwähnt, sondern an die Person dessen, der auferstand, an Jesus Christus. Wer sich auf die näheren Umstände der Auferstehung fokussieren will, der findet gar nicht zum Osterglauben. Im Gegenteil, das Ereignis jagt eher Furcht ein, so wie wir es an der Reaktion der drei Frauen feststellen. Sie liefen weg, weil, wie es dort heißt, Furcht und Entsetzen sie ergriffen hatten. Und so können wir das Bild des weggewälzten Steines beziehungsweise das Bild des leeren Grabes symbolisch und typologisch verstehen. Dinge und Ereignisse, die uns Angst einjagen, Mühe machen oder Schmerzen bereiten, können, ohne dass wir wissen, wie das geschieht, in ihr genaues Gegenteil verkehrt werden. Oft ist es im Leben so, was wir als Problem betrachten, muss gar kein Problem sein. Die Geschichte schließt damit, dass die drei Frauen am Grab einen Sendungsauftrag erhielten. Geht hin und sagt es, heißt es da. Sie werden von dem Grab weggewiesen. Die nächste Begegnung mit Jesus hat nichts mehr mit dem Tod zu schaffen. Der Sendungsauftrag lautet anders formuliert: Geht zurück ins Leben, in eure Häuser, in euren Alltag. Dort werdet ihr ihn finden. Oder, wenn wir so wollen, mit Goethe formuliert, aus niedriger Häuser, dumpfen Gemächern, aus dem Druck von Giebeln und Dächern, aus der Kirchen ehrwürdiger Nacht sind sie alle ans Licht gebracht.
Das Wesen der Auferstehung übersteigt unser Denkvermögen, hat dann aber ganz konkrete Auswirkungen auf unser Leben, wenn wir ihm den Raum in unserem Alltag geben. Galiläa, wohin die Frauen geschickt werden, war die geografische Region, aus der viele Jünger ursprünglich herkamen. Es ist aber auch der Ort, wo Jesu irdische Wirkungszeit begonnen hatte, dort, wo er Menschen getröst und geheilt, ihnen gepredigt und sie gespeist hatte. Galiläa bedeutet im übertragenen Sinne der Ort, wo man zu Hause ist, wo man seinen Alltagsgeschäften nachgeht. Liebe Schwestern und Brüder, wir fassen zusammen, das Osterfest mit seiner überwältigenden Botschaft von der Auferstehung will in uns die Hoffnung wachrufen, dass trotz aller Steine, die uns Zugänge und Wege versperren, wir nicht verzagen müssen. Gott hat wundersame Möglichkeiten und Auswege, auf die wir selber nie kommen würden. Im Glauben dürfen wir also dem Auferstandenen begegnen und uns daran freuen, dass er Leid und Tod besiegt hat und dass er uns an diesem Sieg Anteil schenken möchte. Ihnen allen, euch allen, wünsche ich ein frohes und gesegnetes Osterfest. Christus ist auferstanden. Christos anviat. Christus felt amadot. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Gib aus, mein Herz, und suche Freud in dieser Lebenssommerzeit an deines Gottes Gaben. Schau an der schönen Gärten zier und siehe, wie sie mir und dir sich ausgeschmückert haben, sich ausgeschmückert haben. Stehen voller Laub, das Erdreich decken seinen Staub mit einem grünen Kleide. Narzissus und die Tulipan, die ziehen sich viel schöner an als Salomoni seine, als Salomoni seine. Ich selber kann und mag nicht ruhen, des großen Gottes großes Tun erweckt mir alle Sinne. Ich singe mit, wenn alle singt, und lasse, was dem Höchsten klingt, aus meinem Herzen rinnen, aus meinem Herzen rinnen. Lasst uns beten. Herr Gott, himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir Ostern feiern dürfen. Wir danken dir für die Auferstehung Jesu Christi. Wir danken dir, dass durch seine Auferstehung auch wir Hoffnung für ein neues Leben bekommen. Wir bitten dich, sei mit uns und unseren Lieben, wo immer sie auf dieser Welt leben mögen. Wir bitten dich, sei mit allen Christen und verbreite unter uns allen deine väterliche Güte und Liebe. Wir bitten dich, vermehrt und verstärkt um Frieden dort, wo Blut vergossen wird und unter lügnerischen Vorwänden das Unheil über unschuldige Menschen hereinbricht. Wir bitten dich für unsere kleinen und kleinsten und noch kleiner werdenden Gemeinden, sei mit uns und zeige uns den Weg, der zu dir führt. Wir bitten dich für unsere Alten, für unsere Kranken,
für die Einsamen und für die, die dem Tod entgegensehen. Gib uns allen die Hoffnung, die uns die Auferstehung Jesu Christi bringt. Wir bitten zu dir mit den Worten, die Jesus uns beigebracht hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, empfangt den Segen des Herrn. Der Herr segne euch und der Herr behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen. Das Ostergelächter gehörte im Mittelalter zum gottesdienstlichen Gebrauch und sollte die Freude über die Auferstehung und somit den Sieg über den ewigen Tod versinnbildlichen. Früher hat man also in der Kirche noch tatsächlich Witze erzählt und auch darüber gelacht. Meine lieben Gläubigen, beginnt der Pfarrer seine Predigt, ich habe euch letzten Sonntag mitgeteilt, dass ich heute über die Sünde der Lüge zu sprechen gedenke und euch deshalb gebeten, als Vorbereitung das 17. Kapitel des Markus-Evangeliums zu lesen. Wer dies getan hat, der möge die Hand heben. Die Kirche ist ein Wald erhobener Hände. Da seht ihr, meine Lieben, fährt der Pfarrer fort, wie berechtigt mein heutiges Predigtthema ist. Das Evangelium nach Markus hat nämlich nur 16 Kapitel.